Hallöchen, ihr Barnausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Infinity Light mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. Ach, da kommen die Schleime. Oh nein, da kommen Schleime runtergesprungen. Schnell weg. So, dann wollen wir mal nach oben. Mhm. Lass dich nicht runterschubsen. Nee. Ich hoffe. Wie weit bin ich weg? Kurz guckt. Ach, geht. Hinterm Dorf, so ein bisschen hinterm Dorf bin ich. Okay. Von uns aus gesehen. Und da seht ihr die Slimes. Das sind die, die uns dann richtig auf den Zeige gegangen sind die ganze Zeit. Oh ja. Vor allen Dingen hatten wir noch eine Schlucht in der Nähe. Ja. Und ein Höhlensystem. Mhm. So wie wir auch. Lustigerweise. Höhlensystem, Schlucht, alles am Start wieder, wie immer. Mhm. Boah, hab ich Glück, dass da Wasser ist. hallo! Schleiminvasion. Ist doch gut. Ja, das hatten wir öfters da. Ja, könnt ihr bei mir jetzt live gucken. Mhm. Mann, stirbt du. Stück. Mann, ey. Wosch, hab ich jetzt Glück gehabt. Hui! Das hätte uns auch gehen können. So, ich muss mal kurz einen Ofen bauen. Mhm. Ja, ich brauche mal ein bisschen Fleisch hier zum Essen. Okay. Meine Baguettes sind ausgegangen. Oh. Hier, Kackding. Jetzt ist natürlich geil. Jetzt habe ich hier so einen Erdklumpen hochgebaut und jetzt habe ich kaum noch Erde. Und kaum mal ein bisschen weg hier. Fällt doch gar nicht auf. Bestimmt nicht. Ich glaube, hier kommen wir sowieso nicht mehr hin. Dann. Mm. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Eben. würde ich jetzt auch sagen. So. Jetzt mal spachteln hier. So, und auf geht's wieder nach oben. Schön daneben bauen, damit ich dann gleich wieder abbauen kann. Klar. Und wenn jetzt wieder ein Schleim mich da runterboxt, ne? Jetzt wäre schlecht, weil... Weil ich jetzt auf der anderen Seite bin vom Wasser. Mhm. Das wäre sehr unpassend, sagen wir es mal so. Ja. Ja, kein Schleim. Ah, ich bin auch drauf. Aha. Warum ist hier ein Rubber-Tree? Alles klar. Okay. Slime-Sapling ist auch sehr gut. Wir brauchten Slime Dirt, brauchten wir, und dieses Konglo dieses Zeug da, ne? Genau. Zeug da. Slime Dirt brauchen wir für die Saplings. Und dieses Konglo Zeug brauchen wir. Da kriegt man halt Slimebälle raus und man kann die Erweiterungsdinger für den Excavator und den Hammer bauen damit. Okay. Dass die praktisch Fläche haben, ne? Genau. Genau. Okay. So,
Also ich habe jetzt 24 Blöcke plus Leime Dirt, 6 Saplings. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Jo. So, wo hab ich jetzt hochgebaut? Wo war das? Hier irgendwo, ne? Da. Und auf geht's nach unten. Da hinten wohnen wir irgendwo. Genau, da hinten in der Richtung. Da gehen wir dann jetzt hin. Mit der ganzen Beute. Hm. Da unten wartet, da unten steht ein Skelett. Warum steht da ein Skelett? Toll. Achso, der steht unter der Insel. Okay. Ja. Das ist Minecraft-Logik. Die Sonne kann ja nicht von der Seite strahlen, nur von oben. Genau. So, und angekommen. Sehr gut, und los geht's. Da waren wilde Bienen, schnell weg. Hehe. Warum lachst du? Du hast schon eine Bekanntschaft gemacht. Ja. Stand da, ne? Ich weiß. Gestorben durch wilde Bienen. Mhm. Deren Behausung war im Weg. Die wollten halt nicht, dass ich es abbaue. Sagen wir so, dann könnte ich auch wild werden, wenn mir einer mein Haus abbauen würde. Wollen ja. Würde. Das schon. Hier ist aber ganz schön viel Kupfer, ey. Mein Gott. So, da ist das Dorf, da ist der Sumpf. Genau, da vorne wohnen wir. Das ist wirklich ganz schön groß, wenn man so auf Karte guckt. Was wir da bauen. Hat was. Pepper! Da sieht man schon im Dunst unser Gebäude. Die Brücke. Wo noch die Felder hinkommen. Das ist im Prinzip der Übergang zu unserem Garten dann später. Mhm. Wo der Dragula gerade drüber läuft, da sehe ich schon. Hä? Ach, da kommt er ja. Jo. Bin wieder da. YouTube. Können wir direkt mal hier für unseren Garten was tun? Jo. Schöne hässliche Bäumchen pflanzen. So. Aber noch ein bisschen Sugarcane kann ich auch mal anpflanzen. So. Und hinein ins Vergnügen. Pflänzchen, Saplings können wir da rein. Achso, Tiger, dort wollte ich mir mal angucken. Tiger Wood. Oh, die Loks sehen schon mal nicht schlecht aus. Wie sehen denn die Bretter aus? Hm.
Ich glaube, ich habe, obwohl, das passt mit der Wand nicht. Warte. Das sieht ja mal, die sehen ja mal richtig geil aus. Wie, was? So? Hier hin. Oh. Hätte man theoretisch auch den Boden nehmen, aber der Blöd ist dann die Wand, die ist, glaube ich, ein bisschen zu. Dann sieht, glaube ich, zu gleich aus. Ja. Von der Farbe. Oh, die Stimme sehen cool aus. Mhm. Oh. Ich pflanze mal ein paar an. Jo, mach das. Ich glaube, der passt nicht, oder? Wohl? Ach, das geht eigentlich. Hier fürs Lager? Ja, überhaupt nicht. Die sehen richtig cool aus, die Bretter. Ja. So richtig so. Boah, wie so ein alter Kneipenboden. Mhm. Sieht das aus. So rustikal. Ja. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Könnte man für Lager, können wir für Lager nehmen, auf jeden Fall. Jo. Schick, schick, schick. So, bevor ich nämlich vergesse, kann ich schon mal ein paar hier reinsetzen. Mhm. Ihr müsst euch jetzt, bei dem Projekt, müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen, an die Zuschauer gerichtet, dass wir zwischendurch auch mal bauen werden. Einfach. Yep. Und ich habe jetzt einen Arsch voll Clay noch in der Tisch. Guck mal hier rein. Ja. Ja, ich habe da so ein bisschen was mitgebracht. So. Schleimsling. Erstmal. Mhm. Blockstrings und Slimeboards. Apropos Clay. So, da haben wir nämlich schon mal Nummer 1. So, dann kriegt der Dragul schon mal gleich auch einen. Und dann wollen wir noch Slime Boots haben, weil die auch wichtig sind, weil sonst tut's weh. Ein bisschen, ja. Zwei Slime Balls und... Ja, passt ja. Zack. Zack, zack. Und zack, zack. Okay, so war es nicht. Ja, weil das unten ist, ne? Ja, ja. Na klar. So. Na klar. Einmal und zweimal. Merci. So, und was er kann? Hui. Auf jeden Fall nichts für Leute, die schnell seekrank werden. Oh ja. Tschung, wenn man nämlich Rechtsklick hält. Und man muss immer bedenken, der schießt einen immer nach hinten. Auch immer ganz wichtig zu wissen. Genau. Wenn man Rechtsklick hält, umso stärker schießt er und... Durch die Slime-Boots haben wir halt noch so einen Hops-Effekt. Damit kann man sich halt relativ schnell bewegen, fortbewegen. Wenn man jetzt ein bisschen den Winkel kürzer, kleiner macht, fliegt man natürlich richtig. Ja gut, wenn jetzt kein Baum im Weg gewesen wäre. Andere Seite ist frei. Warte mal. So müsste eigentlich gehen. So, da fliegt man nämlich richtig weit, wie man sieht. Und wie gesagt, die Fortbewegung ist dadurch natürlich um einiges schneller. Und Slime-Boots, ganz wichtig... benutzen, weil sonst tut es extrem weh. Ach ja, stehen bleiben tut man mit Shift. Sollte man aber auch nicht übertreiben, weil wenn man ganz hoch fliegt und dann Shift hält, tut es auch weh. Also so mal so als Tipp. Mhm. Achso, wir müssen ja noch den... Das müssen wir auch noch machen.
Ja. Unsere Asynchronität hier aufheben. So, womit fangen wir überhaupt an? Das ist eine gute Frage. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt der Draconic hier drauf. Das heißt, wir könnten uns da echt mal wieder eine automatisierte Mob-Farm bauen. Geil. Hey. Das können wir tun, ja. Wir könnten. Was könnten wir denn? Wir könnten so viel. Wir könnten auch erstmal anfangen, mal so eine Stahlproduktion aufzubauen. Ja. Zum Beispiel der schöne kleine Cockoven. Cockoven. Mhm. Clay, Bricks. Gut, dass ich ein bisschen Clay besorgt habe. Der schon wieder abhanden gekommen ist, dann hat der Dragon schon wieder Drawer. In dem Drawer. Achso, in dem Drawer, okay. Links oben. Und dann brauchen wir noch ganz viele Bricks und ganz viel Sand. Genau, ich wollte eine Wüste suchen. Unter anderem. Welche Richtung gehe ich denn mal? Nach Süden gehe ich mal. Mhm. Tschim. Naja, für den Cookofen, beziehungsweise für den Blast Furnace müssen wir ja eine Neta. Für den Blast Furnace, ja. Ja. Aber wir brauchen wir brauchen den Blast Furnace, ja, ne? Ja, wir könnten es auch wieder über Mechanismen machen. Da brauchen wir nur 2 Metallogic Infuser. Ja, und den Dingens aber. Den, die Enrichment Chamber, so. Ja. Sollte man auch haben dafür. Das stimmt auch wieder. Ja, den Abyssal Block gibt's ja von Railcraft, genau. Wie ist der Ofen von Railcraft eigentlich nochmal? Hä? Bin schon wieder blind, warum finde ich den nicht? Da, ne, das ist Cold Coke. Hä? Concrete? Hä? Ich bin blind, glaube ich. Ich sehe ihn auch nicht. Weil es gibt auch Kreosotöl von Railcraft. Also muss es doch auch den Dingens geben. Und Koks gibt es auch. Ja. Da muss es doch auch den Ofen für geben. Oder machen die das jetzt irgendwie anders? Doch, der Tunnelbohrer. Geil. Ist ja eigentlich relativ witzloser Ding für von Railcraft, wenn man andere Sachen hat, aber der sieht cool aus. Mhm. Es könnte sein, dass der an dem Pack deaktiviert ist von Railcraft oder dass der noch gar nicht funktioniert. Das könnte natürlich auch sein, aber da wäre natürlich eigentlich blöd, weil ohne Immerser würdest du ja gar nicht an die Sachen drankommen. Ja. Theoretisch. Na gut, aber erstmal bräuchten wir auf jeden Fall eine Wüste, wäre auf jeden Fall cool wegen Sand. Mhm. Und dann Nesa müssen wir sowieso, das heißt Obsidian müssen wir sowieso holen. Ja, stimmt. Gehe ich mal stark von aus. Da ist die Lava, sehr cool. Nur nicht reinspringen. Machen wir mal ein bisschen anders fliegen hier.
Das tut nämlich immer noch weh. Ja. Und das Schöne ist, man kommt so hoch mit dem Ding. Ja, das stimmt. Dass man auch Berge hochspringen kann und alles. Mhm. Ohne Probleme. Aber Wüste, das sieht noch nicht wirklich aus wie eine Wüste hier alles. Schnee, Extreme, da ist schon wieder Extreme Hills. Ey, wir haben mit Extreme Hills, ehrlich. Irgendwie schon. Aua. Ob du alte Biene, bin ich da. Extreme Hills sind natürlich cool für eine Quarry, gerade für Emeraldos. Mhm. Aber auch nervig, da drüber zu kommen. Ich finde auch irgendwie wenig Meteoriten. Ich habe jetzt einen einzigen gesehen. Okay. Also dafür, dass der Applied Logistics 2 hier drauf ist. Mhm. Hm. Also Bier, ich wollte gerade sagen, hätte ich da eine goldene Kiste in den Blättern, wäre das jetzt gewesen. Ich gebe euch auf jeden Fall einen Tipp, wenn ihr mit diesem Slime-Slinger rumspringt, dreht euch am besten sofort um. Dass er nach vorne fliegt. Dann wird einem nicht ganz so anders. Ja. So, und dann mal rüber springen, rüber hopsen. Selbst am Meer habe ich noch nicht gesehen. Okay. Irgendwann muss da mal ein Sumpf kommen oder irgendwas in der Art. Würde ich wahr. Die Folge schon wieder vorbei. Mann. Nee. Ja, da würde ich wieder sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Infinity Light. Tschüss singen. Tschüss.